es eigentlich bei einer Person mehr wahrnehmen? So das Energiefeld oder so? Oder ist das ganz normal? Also ich würde sagen, ganz normal. Ganz normal. Bei manchen spirituellen Lehrer, die suggerieren das ja, sie könnten einen da irgendwie, irgendwie auf was aufmerksam machen oder was für ein Ungleichgewicht oder irgendwie etwas herausfühlen oder spüren. Na, ja, also. Das ist auch Projektion. Ha, gut, es scheint da verschiedene Fähigkeiten zu geben. Dass sie einfach mehr sehen oder mehr wahrnehmen. Zum Beispiel, ja. Gibt alles in der Einheit. So, eben, da ist alles möglich. Hat aber im Prinzip mit dem dann nichts zu tun. Ja. Also hier passiert jetzt nichts mit speziellen Fähigkeiten oder Kräften oder irgendwas. Und mit dieser Resonanz, da heißt das ja auch, das ist, dass man da irgendwo in Resonanz gehen könnte, dass das geschehen könnte. Das ist auch irgendwie. Also das scheint eine Art Resonanz zu sein. Auch, ich könnte auch sagen, das ist eine Resonanz im Raum hier. Aber das ist unpersönlich. Mhm. Also hat nichts mit da oder mit hier zu tun. Oder mit, dass man das machen kann. Es ist wahrscheinlich wieder so eine Sache mit dem Ich, dass ich denke, dass da irgendwie etwas... Dass Resonanz sein muss oder dass man das machen kann oder... Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie... Es gibt Leute, die sagen, das wäre ansteckend zum Beispiel, sowas. Keine Ahnung, davon weiß ich nichts. Ich weiß nicht, ob ich jemanden angesteckt habe. Ja, gefiel mir das an, sich damit anzustecken. Nur oft kommen. Ich habe mich heute den Karten eigentlich mitbringen und dann hat er gefragt, ja, worum geht's da eigentlich und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wann ist? Und dann, also das ist nichts und niemand und nee, er hat gesagt, nee, da bin ich. Das ist nichts. Bestimmt teuer. Ich dachte, wir sind Freunde. Genau. Hört sich an wie so ein Seminar, bei dem man so beschimpft wird. Nichts nutzt. Sagen, da ist nur einer, der sich selbst erlebt. Ja. Warum auch immer? Also die Frage übrig zu stellen. Ja. Gibt es keine Antwort drauf? Ja. Ja. Ist gut. Gibt es keine Antwort? Ist so. Ja. Das Spannende, das was passiert, scheint so absolut zu sein,
dass es gar keinen Grund dafür bräuchte oder eine Berechtigung oder dass es kein Ziel braucht, wo das dann hingeht. Das ist, das ist vollkommen genug. Es ist vollkommen rund und ja genug. Ja. Könnte nicht nicht sein. Natürlich nichts ist, das weitergeht. Ach so, ja, eben, genau. Ja. Also rein vom Bild her, da ist nichts, was in Zeit abläuft. Da ist immer nur das hier. Auf eine Art, manchmal wird hier auch so gesprochen, aber sogar auf eine Art zu sagen, dass es immer ist schon schön. Ja, oder auch mit dem Tod, ob das dann irgendwie mit dem Tod ändert halt eigentlich nur der Körper, ne? Körper fällt weg. Also wenn ein Ich da ist, dann das Ich. So eben. Ich denke, das Einzige, was irgendwie sterben kann auf eine Art und worauf man das Wort Tod beziehen kann, ist dieses Ich. Diese Energie von Trennung, die glaubt, was Eigenes zu sein. Die kann quasi auch Angst vor dem Tod haben. Weil. Ja, eben, genau. Und darum macht es auch keinen Unterschied, ob man jetzt sozusagen in der Einheit ist oder nicht, weil im Tod ist jeder klar. Oder könnte man so sagen. Ja. Also im Tod ist. Also es macht im Prinzip. Kein Unterschied! Im Prinzip macht es im Leben schon gerne Unterschied, wenn man in Einheit ist. Oder? Aber halt. Und das, warum manche Menschen so am Leben hängen, oder das bezieht sich mehr auf die Angst vor dem Tod. Also dieses, ich will nicht sterben und unbedingt leben und wie auch immer. Na gut, auf eine Art ist das natürlich die größte Angst von dem Ich, ne? Also nicht mehr zu sein. Genau, ja. Und darum auch diese ganze Reinkarnationsgeschichte. Das ist nur für das Ich, dann komme ich wieder. So. Ja, ich finde das so eine erweiterte Story. Ja. So sehr verbreitet, ne? Da wird viel geglaubt. Ja. Diese Nahtoderlebnisse sind dann eigentlich, sind ja nur Nahtoderlebnisse, das ist auch Fantasie. Also das mit dem Licht und dann alles Mögliche zu sehen. Was heißt Fantasie? Das scheint so zu passieren. Weil es ja ziemlich identisch ist. Also die erzählen eigentlich alle so ziemlich dasselbe.
Also ich habe da eine ziemlich profane Erklärung dafür, ohne das jetzt groß erklären zu müssen, passiert ohne Grundnahme. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass im Prinzip der Körper, der scheinbare Körper, dann ist da einfach Hormone ausgeschüttet werden und dann sieht man halt okay, ja, die irgendwie auf, so, also, Halluzination oder was jetzt so empfiehlt. Wenn man dem jetzt so eine weltliche, so eine Story-Erklärung geben will. Aber wie du sagst, ich finde es auch, also ich habe mich da nie wirklich mit beschäftigt, aber ich finde das einfach spannend zu sagen, es war einfach nahtot. Also nahtot heißt einfach. Ja, das wird schon richtig. Sorry, but. Just close. Ja, so wie der Nachtatmung kann man auch schöne Träume haben, ne? Das ist ja auch irgendwie das Ich ausgeschaltet, so im Schlaf oder im Tiefschlaf. Ja, im Tiefschlaf. So. Ja, klar. Das ist ja dann eigentlich schon so. Ja. Falsch. Das ist Einheit. Genau. Ja. Leben im Tiefschlaf, Gott. Tiefschlaf. Ja, da gibt es auch keinen, ne? Da ist keiner da. Ja. Da ist auch kein Traum, nichts, da ist alles eigentlich tot. Ne? Also stirbt man jede Nacht, also wenn man in den Tief schlaft. Ja. Ja. Dieses Ich, diese Wahrnehmung von Trennung, diese Energie ist nichts absolut Festes. Also nichts, was wirklich Bestand hat und Essenz hat. Also das ist jede Nacht weg und im Prinzip unter Umständen auch oft tagsüber. Genau. Dass da niemand ist. Ne? Wird aber wird nicht wahrgenommen, weil da niemand ist. Weil da keiner ist, genau. Also das ist jetzt, auf eine Art können wir auch sagen, wenn wir es vorher von Resonanz hatten, wobei es auch ziemlich vom Wort her oberflächlich ist, aber mir ist da noch nichts Besseres gekommen. Auf eine Art ist das absolut bekannt, wovon wir gesprochen haben. Das ist jetzt, also da ist nur Einheit. Und dieses Ich, diese Energie von Trennung hat dazu keinen Zugang, aber es ist in Anführungszeichen trotzdem das, was ist. Also diese Resonanz oder dieser Geschmack ist schon fast zu viel, aber ja, da ist nur Einheit, da ist nichts anderes. Es ist nichts Abstraktes, ganz, ganz weit weg, das man nicht erreichen kann oder so. Also das ist Einheit hier. Man sitzt eigentlich die ganze Zeit drin. Dann kommt vielleicht dieses Ich und sagt, ach so, das ist das alles? Ja, ist das alles. Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ja. Keine Glückseligkeit, keine himmlischen Zustände. Alles nur nicht das. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, alles im Leben ist anderswo, man fährt mit dem Auto hin.